Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Die Corona-Pandemie stellt uns vor gewaltige Herausforderungen. Auch ihre wirtschaftlichen Folgen in Deutschland sind tiefgreifend. Nehmen wir nur unsere Autoindustrie. Von ihr hängen in Deutschland mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze ab. Doch Corona zwang die Autobauer während des Lockdowns im Frühjahr zur Vollbremsung. In Zukunft, so ist zu befürchten, werden bedeutend weniger Menschen bei Autoherstellern und deren Zulieferern arbeiten. Zum Schaden von uns allen, denn allein in den kommenden Monaten könnten rund 100.000 Arbeitsplätze verloren gehen, sagen Experten voraus. Was das bedeutet, scheint mir in Teilen der öffentlichen Debatte noch nicht angekommen zu sein. Starke wirtschaftliche Einschnitte bedeuten schließlich immer auch soziale, gesellschaftliche und ökologische Verwerfungen. Das kann mit Blick auf unsere Leitindustrie, Automobilbau, niemand wollen. Deshalb kämpft die Freie Wähler Landtagsfraktion auch für eine Kaufprämie auf Fahrzeuge mit modernen Verbrennungsmotoren, statt nur E-Autos und Hybridfahrzeuge zu fördern. Setzt sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bereits seit Monaten dafür ein und hat inzwischen auch Ministerpräsident Markus Söder überzeugt. Mit guten Argumenten, denn eine Prämie nur für Elektroautos wird die Nachfrage nur bedingt ankurbeln. Die Hersteller haben nicht genügend E-Autos im Angebot und können so kurzfristig auch keine großen Mengen an E-Fahrzeugen nachproduzieren. Deshalb sollten wir erkennen, dass Verbrenner-Neufahrzeuge keine Dreckschleudern, sondern Spitzentechnologie, made in Bavaria sind. Kaufanreize auch für Diesel und Benziner sind deshalb längst überfällig. Sie leisten einen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz und verringern die Feinstaubbelastung in Ballungszentren. Machen wir also Schluss mit den Schlechtreden unserer Leitindustrie. Geben wir ihr kraftvolle Nachfrageimpulse für E-Autos und Verbrennerfahrzeuge. Nur so sichern wir den Erhalt hunderttausender Arbeitsplätze in Bayern. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.